Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play LSPDFR. Und mir fällt gerade eine Kleinigkeit auf. Und zwar ist unser Tank einfach mal grandios leer. Also mehr als grandios leer. Und bevor ich da jetzt wieder liegen bleibe, muss ich mal ganz pfiffig und ganz fix und schnell mal nach da hinten rauschen. Denn ansonsten bleibt mein Teil liegen und das möchte ich ganz und gar nicht. Muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Und unser Kerl ist gleich am Verhungern. Das ist gar nicht gut. Ich muss da doppelt aufpassen. Oh, oh, das kann knapp werden. Das kann scheiß knapp werden. Ja, wenn ich jetzt wieder krepiere, dann möget es mir verzeihen, bitte. Das ist kacke. Man stirbt viel zu schnell hier in dem Spiel. Ich muss mit dem, wenn ich diese Police Life S offen habe, dann muss ich echt drauf achten, dass ich nicht krepiere. Fuck it. Scheiße. Oh nein. Aber weißt du was? Jetzt mache ich das, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich fahre nochmal nach da hinten. Moment, hier bin ich skrepiert, oder? Hier irgendwo auf der Höhe. Moment, ich bin hier rausgefahren. Ich glaube, ich bin da ungefähr skrepiert. Na komm. Na komm. Teleport to Waypoint. Zap, zap. Da sind wir wieder. Und unsere Karre sollte hoffentlich hier noch stehen. Ey, die ist noch weitergefahren. Ist ja knufflig. Jaha. Hoffentlich sitzt auch noch der Verdächtige drin. Ne? Geht's eigentlich unserem Kerle gerade? I'm fine. Jo, schließen wir uns mal schnell den Kollegen an. Und scheiße, unsere Karre krepiert gleich. Scheiße, unsere Karre krepiert gleich. Moment. Dringend. Hoffentlich schaffen wir es noch. Könnt ihr mal in die Kommentare genau jetzt zu diesem Zeitpunkt schreiben. Schaffe ich es mit dieser Tankfüllung? Moment. Mit dieser Tankfüllung? Wo ist die denn? Schaffe ich es bis dahin noch da hinten anzukommen? Ich bezweifle. Übrigens, fällt euch gerade auf, was gerade passiert? Ich verliere gerade Benzin unten. Das ist die Animation, wenn man da... Das ist ein bisschen einfallslos eigentlich, aber effektiv. Denn dadurch wird quasi simuliert, dass mir das Benzin ausgeht. Apropos Benzin ausgehen, es ist mir gerade ausgegangen. Kacke. Och nö. Heute läuft echt gar nicht so gut wie... Also, nicht wirklich. Ich wollte es eigentlich ganz anders haben. Moment. Teleport to Waypoint. Vielleicht können wir das Ding überlisten. Vielleicht... Leave the car, okay, können wir machen. Okay, Moment, warte mal. Wir sind auf der Autobahn gespawnt. Kein Problem, wir müssen da drunter spawnen. Ich krieg das noch hin, warte mal. Ich mogel mich da durch. Mit Hilfe vom Menü. Okay, ich bin zu nah an dem Waypoint dran. Okay, probieren wir es mal bei da hinten. Bei der da hinten, Entschuldigung. Da haben wir ja mehrere. Fahren wir mal da ein. Ah, warte mal. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Wir machen es mal da. Teleport to Waypoint. Warte mal, ich krieg das hin. Ja, guck, warte mal. Das könnte sogar wirklich klappen. Moment. Go to the tank column and press E. Ja, mach ich doch. LSPD, don't move a muscle. Doch, das klappt. Man muss gar nicht mal daneben stehen, genau. Also, mit ein paar Umständen geht das schon. So, Repair. So, und wir haben wieder vollen Tank, das ist perfekt. Gut, und damit wir jetzt nicht so viel Zeit vergeuden, das tut mir leider ein bisschen leid, dass ich hier ein bisschen Scheiße gebaut habe. Aber macht ja nichts. Scheiße. Teleport Waypoint. Und dann sind wir direkt da hinten und können die Mission machen. Alter, finde, was ist denn jetzt los? Leute. Kollegen. Hallo? Moment, ich muss gerade mal ein paar Leute retten. Was haben die gemacht? Warum? Leute!
Kann man die nicht retten? Ich will die retten. Nee. Retten kann ich sie nicht mehr. Die sind gerade leider gestorben. Oh oh, und wir sterben auch gleich. Oh Gott. Und der Kerl hier unten? Oh nein, ey. Vor allen Dingen holt er jetzt mal einen Tow-Truck. Ob ich die jetzt frage, ob die verwundet sind oder nicht, ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Okay, wir fragen einfach mal spaßhalber nach dem Pet. Kann ich das irgendwie wegmachen? Ja, geht, nee, geht nicht. Leck mich. Leck mich. Jetzt habe ich das Menü da drin, das ist doch kacke. Vor allen Dingen, jetzt komme ich hier nie raus. Das ist noch beschissener. Alter, wollt ihr mich ver... Das geht das Menü nicht weg, oder wie? Wollen wir nach unten nochmal probieren, ob ich das Menü wegkriege. Ja. Oh, ich bin Hacker. Das Problem ist, wenn ich jetzt das, den Kerle frage, ob er seine Karre verlässt oder nicht, das macht keinen Unterschied. Der ist tot. Der wird die... mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr verlassen. So, ich friere mir jetzt einen Arsch ab. Das ist natürlich toll. Was machen wir da draus? Wir machen erstmal Schneebälle. So, wieder Leben und eine Schussweste. Perfekt. Ja gut, der Einsatz war jetzt im Endeffekt ein bisschen unvorhergesehen am Ende. Also, den konnte man jetzt nicht wirklich ahnen. Also, das Ende war derartig offen. Ich glaube, damit hätte jetzt keiner gerechnet, dass sie dann... Ich weiß nicht, war das ein Bug? Ich vermute, es war ein Bug, weil wer crasht so in ein Auto rein und fliegt dann rüber? Officer Homicide? Okay, den müssen wir definitiv anhalten. Kerle, bitte anhalten. Approach with caution. Machen wir. Mein Freundchen, das könnte vielleicht jetzt ein bisschen ungemütlich werden. Bleib einfach da, wo du bist. Alter, ich dachte, ich hatte gerade schon Schiss, dass da irgendwas passiert. Moment, Kollege. Hallo. Ja, komm, lass dich verhaften. Waffe her. So, perfekt. So, und jetzt bist du dran. Auf den Boden, komm, hopp. Das war gerade erstaunlicherweise im Endeffekt knapp, aber ich hab's hingekriegt. Ja, die Schrot ist dein guter Freund. Moment. Acht, ne? Oder was die 7 wollten sie haben, ich weiß nicht. For Alexandra. Der kriegt auch nochmal einen Transport. Die kriegen 2 getrennte. Einfach weil die Polizei ordentlich Geld hat. Also richtig ordentlich Schotter. Nimm den mal bitte mit. Danke. Das Auto ist gerade despawned, schade. Gut. Tja. Ich sag doch, die Elite der Polizei, das bin ich. Lass mal den Kerl vorbeifahren. Also Polizeiauto und den Truck da hinten. Wir können eigentlich mal was essen, oder? Komm, wir gehen mal essen. Da müssen wir aber nach da oben fahren. Ach, passt schon. Ich meine, das kriegen wir hin. Ich glaube, es war in der letzten Folge, wo ich das machen wollte, oder? Picked up. Perfekt. Kumpel, was ist los? Oh, da wurde gerade ein Auto gestohlen. Der fährt noch mit der Alarmanlage rum. Mein Freund, anhalten! Wir
Überfahr die Kerle nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich dich überfahren. Halt an. Okay, er will nicht. Er will per du nicht. Und wir machen es so wie die normale Polizei in LSPD, also in GTA. Oh, das war knapp. Oh, das war sogar sehr scheiß knapp. So, mein Freund. Alter, halt an jetzt. Ich fahre dir deine Karre so zu Matsch, dass du die definitiv nicht mehr verkaufen kannst. Da kannst du aber Gift drauf nehmen, aber hallo. Halt. Alter, Junge, halt an. Oh Gott. Halt an. Okay, einen Reifen haben wir. Perfekt. Der kommt schon mal nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Verstärkung, oder? Komm, wir brauchen Verstärkung. Junge, mach dich aus dem Weg. Wir haben eben gerade noch irgendein anderes Event gehabt, aber das habe ich jetzt mal konnte ignoriert. Junge, ey. Alter, wir rutschen ohne Ende hier gerade. Freundchen, ich krieg dich noch. Früher oder später kriege ich dich noch. So, vielleicht brauchen wir noch einen Helikopter, aber ich denke, nein, eigentlich nicht. Das kriegen wir auch ohnehin. Freundchen, halt jetzt endlich an. Hast jetzt die Schnauze voll? Steig aus. Ich bin viel zu nett. Ich bin viel zu nett. Halt an. So, Hände in den Rücken, auf den Boden. Und komm nicht auf doofe Gedanken hier, mein Freund. Dankeschön. Ach, Kollegen, endlich kommt auch mal an. Schön, ihr seid zu spät. Wesentlich. So, wieder einmal einsteigen. Oh, meine Heckscheibe ist kaputt. Warum ist meine Heckscheibe kaputt? Hat das irgendeinen Grund? Habe ich da mal reingeschossen? Ich weiß es nicht. Glaub nicht. Ja, ich mache mich aus dem Weg. Moment, ich muss gerade nochmal gucken. Ich kontrolliere die Karre nochmal schnell. Ich habe nämlich auch ein neues Plugin. Also eine Erweiterung für Vehicle Search habe ich nochmal installiert. Eine weitere Erweiterung. Das hört sich komisch an, aber ja. Ups. Nein. Junge. Und da ist natürlich auch nichts. Gucken wir mal an der Fahrertür. Traffic Stop Backup Required. Das nehmen wir auch an. You found some tracks and an empty water bottle. Ja, das gehört dem Besitzer und da werde ich definitiv eine Anzeige schreiben. Aber wir machen erstmal. Wie war denn das? Warte mal, T, glaube ich, ne? Da. T ist auch dieses komische. Ah, okay, gut. T ist anscheinend das Menü. Ich habe keine Ahnung, wo das Menü herkommt, aber gut. Ich habe ihn umgebracht. Ich sag dir, das ist die neue Waffe für die Polizei. Gut, und die brauchen einen Police. Nee, was brauchen die? Irgendeinen Traffic Stop, ne? Habe ich das richtig verstanden? Oh, unser Kerl ist schon wieder am Wochenende. Moment. Da muss ich mal schnell einlenken. Es tut mir leid. Den Traffic Stop machen wir gleich. Und damit ich nicht schon wieder krepiere, muss ich dringend jetzt essen gehen. Ich krepiere sonst. Oder die LSPD stürzt ab. Och nö. Vermutlich ist die LSPD deswegen gecrashed. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oh. Habe ich nicht einen Feuerlöscher? Ich lösche einfach mit Schneebällen. Ich
Ich muss mal löschen. Ich muss mehr löschen. Da ich jetzt anscheinend nicht so wirklich gut lösche damit, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Oh, es hat doch geklappt. Ja, guck mal. Hier, das ist. Ach, das ist. Elite. Elite, definitiv Elite. Gut, und da das jetzt gar nicht mehr klappt und ich anscheinend jetzt alles zerstört habe, bis aufs allerletzte Fünkchen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und euch noch einen wunderschönen Tag. Ich sollte vielleicht demnächst einfach mal aufpassen, was ich mache. Vielleicht kann ich auch dieses Hungersystem einen Ticken runterfahren, weil das ist doch ein bisschen arg übertrieben, habe ich bemerkt. Na gut, dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Habt noch einen wunderschönen Tag und ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Doch, einfach mal eine Sache möchte ich nur ausprobieren. Moment. Jo, euch noch einen wunderschönen, macht's gut.